We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Herzlich willkommen zu Vlogmas 2022. Ja, es ist der letzte Tag. Wir wünschen euch fröhliche Weihnachten. Wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt viel, viel Zeit mit euren Liebsten habt, dass ihr das nicht so stressig macht oder habt und dass ihr die Feiertage ganz besinnlich entspannt angehen könnt. Genau. Und ja, wir haben uns jetzt doch noch dazu entschieden, heute mit zu vloggen, ein bisschen Geschenkis auszupacken, die Adventskalender alle das einfach zu Ende zu bringen. Das wäre ja blöd, wenn wir die 24 nicht gemeinsam öffnen würden. Wir nehmen euch nachher noch mit zum Schwiegervati und dann zeigen wir noch das Essen und den Vati und ja. Also ich denke, das wird noch ein 20-Minuten-Video. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden und wir hoffen, dass ihr dran Freude habt. Wir haben auf jeden Fall Freude dran. Wir haben uns sehr, 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 sehr gern. Wir sind sehr, sehr glücklich. Es war eine sehr, sehr schöne Vlogmas-Zeit. Wir haben viele Nachrichten von euch bekommen. Ich muss dich dann so festhalten. Wir haben viele Nachrichten von euch so bekommen, süß, dass so viele liebe, die immer gesagt haben, oh, die Zeit ist jetzt schon vorbei. Jeden Tag ein Vlogmas-Video. Mira, das hat mir so viel Freude, so viel Kraft, so viel Energie gegeben. Ich war noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Ich habe geschrieben, dass ich Weihnachtsstimmung verursacht habe. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ja, das ist richtig schön. Genau das ist ja das Ziel von Vlogmas, dass wir auch anderen, also euch, den Zuschauern, ja, Weihnachtsfeeling machen können. Danke, ja. Ich bin sehr, sehr glücklich. Mein Bauch kannst du auch mal streichen. Der ist ein bisschen dicker geworden mit der Zeit von den vielen. Das hat mir, hier, ich weiß nicht, wer mir das geschrieben hat. Irgendeiner hat mir geschrieben, dass ich Bauchi bekommen habe. So ein bisschen. Aber ich habe nur 1 Kilo zugenommen. Ich wiege jetzt 101, ja. Ich habe mich gewogen. Bei deiner Größe ist es ein Toilettengang, Schatz. Ja, aber ich wiege trotzdem nur 101. Also so viel dicker bin ich durch die ganzen Süßigkeiten noch nicht geworden. Aber es kann noch besser werden. Nee, wir wollten euch noch ganz kurz zeigen, was wir alles mitnehmen zum Schwiegervati. Und hier haben wir ein kleines Tütchen. Das und die Macadamia. Ich habe die mit Absicht nicht eingepackt. Damit der Vati auch weiß, was drin ist sofort. Das wollten wir noch machen. Glühweingewürz. Genau, ne? Da können wir so eine Flasche Rotwein von dir rüber. Genau, dann nehmen wir den Glühwein mit und kochen beim Vati Glühwein im Topf. Da freut er sich. Ich habe hier noch 4 Deutsche Gabbana-Süßigkeiten. Ja, Dankeschön nochmal an Alex und Elli für die leckere. Elia, Entschuldigung. Genau, für die leckere. Richtig. Es sind noch nicht alle, aber ich dachte, wir können heute Nachmittag noch welche essen. Und die Vanillekipferl von Sabine. Sabine. Sabine, wir danken dir auch ganz herzlich für deinen. Käschchen ist von Edeka. Ja, genau, also den habe ich gestern noch. Der Vati, ich war ja gestern schon bei ihm gewesen. Also ihr seht ja das heute am 25., also sozusagen vorgestern. Da habe ich ja das Auto haben wir schon vorher geholt, aber ich bin für den Vati einkaufen gewesen. Und das hast du in deinem letzten Video gesagt, in den Schweinebacken. Das hat aber keiner mitbekommen, wenn mir keiner auf Instagram geguckt hat. Nee, wir das haben Schweinebacken bestellt vor einem Monat schon bei Edeka. Ja, am 29. Und Edeka hat extra uns angerufen, nee, kommen sie nicht am 22., sondern am 23. rum. Und dann wurden die leider nicht mitgeliefert. Aber ich weiß gar nicht, ihr nörgelt immer so. Die haben jetzt Kalbsbäckchen zum Preis von Schweinebäckchen bekommen. Genau, weil der Mann ja sehr nett war. Aber es gab auch nicht mehr so viele. Er hat gesagt, so, das sind die. Also er hat noch 6 hinten in der Lagerin und dann ist auch Kalbsbäckchen alle. Also die haben gar nichts bekommen. Und der Edeka war endlos voll am 23. Das war eine Katastrophe. Deswegen gehen wir damit Absicht ja auch nicht einkaufen zu den Feiertagen. So, ein letztes Mal an der Möhrchen. Ich halte das Ding. Ja. Sie müssen mit drauf aufs Bild. So, stopp. Das haben sie mit Absicht so getan, als es langsam. Also, alles Gute zu Weihnachten. Ich habe mich geschubst, ihr habt das alle genau gesehen. Ich hab dich Ich muss dich hochheben, Schatz. Nee, kneif mich mal bitte. Ich hab dich nicht gekniffen. Ich hab dich angefasst und wollte dir den Küsschen geben. Fühlst du dich an wie ein blauer Fleck am Arm? Nee. Richtig. Kannst du mir noch Licht holen, bitte? Ja, natürlich hole ich dir Licht. Ja. Ich habe mir Weihnachtsnägel gemacht. Ich habe auf Instagram gefragt wegen Gelnägel, Acrylnägel. Hast du nicht gesehen, weil die normalen aus dem DM halt nicht helfen. Also nicht helfen war falsch ausgedrückt, sondern die splittern immer so ab. Und ich habe das jetzt gestern schon gemacht. Und es ist halt noch gar nichts abgesplittert. Das ist jetzt selbst ausgehärtet unter einer LED-Lampe.
Und ja, mega krass. So an der Auftragung üben wir noch. Ne? Aber ich habe versucht, Weihnachtsnägel zu machen. Also es ist ein sehr schönes Weihnachtsrot und Gold. Auf dem Ringfinger, ist die Zusatzfarbe mit drauf. Richtig. Das sieht süß aus. Noch gefällt, nicht abgesplittert. Mega. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Finde ich toll. Ja, also teste ich jetzt mal ein bisschen aus. Und wenn es mir gut gefällt, dann mache ich da vielleicht mal ein Video zu. Weil das ist echt voll die gute Lösung. Na, die Frage ist jetzt noch, wie es abgeht etc. Aber so bin ich jetzt erstmal zufrieden. Von gestern zu heute nichts abgesplittert. Ist schon mal ein Riesenpro auf jeden Fall. Ja, heute machen wir die Adventskalender alle. Das heißt, der 24. hier. Da. Was? Oh, das ist aber eine große Box. Was ist da drin? Das ist der Koro-Adventskalender, ja? Das ist der Koro-Adventskalender. Ich war mit Koro wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Koro ist auch mein Kooperationspartner. Das heißt, ihr könnt mit dem Code MIRA 5% auf die komplette Website sparen. Der Code wird auch immer gelten. Das ist ein dauerhafter Code. Hast du mit Salbei? Das sieht aber krass aus. Das wird direkt aus der Hand genommen worden. Ja, ich find, es sieht aber auch mega aus. Pesto schmeckt doch auch gut. Es ist Koros Berliner Startup. Die sind, also korodrogerie.de. Die sind bekannt für ihre Großverpackungen, aber auch Sachen für unterwegs, Riegel. Snacks, aber Energy Balls. Aus Superfoods halt einfach. Genau. Ohne Haushaltszucker, sondern halt mit... Natürlich gewürzt und gesüßt. Agavensirup und sowas alles. Also wirklich auf qualitativ gute Sachen und... Die Inhaltsstofflisten, die sind halt auch alle sehr, sehr kurz gehalten. Ne? Das sind super geile Nussgroßverpackungen, wo ihr gleich ein Kilo kriegt, wo es einfach dann auch günstiger ist im Einzelhandel. Wir hatten ja wenn man ein vergleichbares Produkt findet, ist Koro meist günstiger. Wir hatten ja das mit den Pinienkernen und das Allerbeste daran ist, es ist einfach alles Bio-Qualität. Nein, nicht alles, aber die meisten Sachen. Großteil ist Bio, ja. Manche auch Fairtrade. Genau, und die legen da schon sehr großen Wert drauf. Die haben halt kurze Lieferketten, also nicht so viele Zwischenhändler und dadurch können sie es günstiger anbieten. Und das magst du wahrscheinlich nicht, das Olivenöl. Zutaten: Olivenöl mit Basilikum, Genovese, DOP, 11% Salbei, Grana Padano Käse. Klingt aber ganz gut. Ja, Ei, Milch, Knoblauch, Salz, Haferfaser. Ja, das war's. 130 Gramm. Ne, ich möchte es trotzdem mal probieren. Okay, ich stelle es also in den Kühlschrank. Also Salbei-Pesto, muss ich sagen, finde ich auch ein bisschen mutig. Ich mag sehr gerne Salbei. Ossock mag es auch. Ich habe schon mit Salbei gekocht. Aber das kriegt man nicht so oft im Supermarkt. Und Salbei hat so einen ganz starken Eigengeschmack auch. Man braucht immer ganz wenig von. Mir schmeckt es sehr gut. Ich liebe auch Salbei-Möhrchen zum Beispiel. Ich denke, ich werde es auch mögen. Aber ich glaube nicht, dass Salbei jeder mag. Es gibt auch so Salbei-Bonbons, ne, die hat man bestimmt schon mal probiert, aber so frischer Salbei ist schon was anderes, ne? So. Ja, also ich bin mit Koro sehr, sehr zufrieden. Kommt jetzt nochmal ein Haul auch online. Ich habe nochmal nachgeordert. Und ja, war super happy mit dem Kalender, dass man sich halt auch so durch Sortiment kosten konnte. Hier sind jetzt deine Weihnachtssüppchen am 24. drin. Schauen wir mal. Huch. Bleib hier. Soll ich den wieder hochstellen, Schatz? Das nein, ja, der kommt jetzt weg. Der kommt jetzt weg. Wir stellen das alles rüber. Okay. Weihnachtssöckchen. Da steht Merry Christmas drauf? Da steht Merry Christmas drauf, ja. Das schwarze, da steht Merry Christmas. Kann man schlecht lesen. Und sie haben oben so silbernes Bündchen. Und das ist aber sehr kratzig durch diesen Silberfaden. Oh, das fühlt sich nicht gut an. Nee, das fühlt sich nicht gut an, da sind wir ehrlich. Aber das könnte meine Schreibschrift sein, so verschnörkelt und verkrüppelt das aussieht. Ist aber süß eigentlich. Fröhliche Weihnachten auch mit den Socken. So, dann haben wir noch hinter dir den Kaffee-Adventskalender. Den kannst du auch aufmachen, Schatz. Ich gebe dir den mal runter. Und dann sagst du bitte, was in der letzten Bohne drin ist. Kaffee-Adventskalender. Wir müssen aber sagen, Ossock war zu faul, jeden Tag den Kaffee zu mahlen. Und er hat die dann zusammengekippt und dann mehr gemacht. Mischungen gemacht. Er möchte gemacht. Ja auch immer eine ganze Kanne trinken. Ne? Und ja. 75% Arabica, 25% Robusta. Ja. Also macht schon Sinn, dass es im Einzelhandel meistens nur Arabica gibt. Ne? Ja. Ach, das ist wieder so ein Bocello-Crema, den hatte ich auch schon mal. Der war schon sehr stark gewesen. Also der hat schon sehr intensiv geschmeckt.
Ja. Geben Sie mal her. Zack. Ja. Jetzt haben Sie Maddys Adventskalender Maddie, noch. Vielen Dank dafür, dass wir so viel Arbeit gemacht haben. Ich finde die Idee finde ich auch sehr gut. Die Präsentation von dem Adventskalender finde ich sehr gut. Ich finde es auch mega. Der ist jetzt auch leer. Ich habe hier noch einmal Karamell-Apfelpie, den trinke ich natürlich morgen. Und wenn die Feiertage vorbei sind, dann einmal Schokoladentraum, eine Sockenfußmaske. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Schmecken dann deine Füße nach Schokolade? Ja, aber man kann Füße nicht essen. Ich habe das schon mal gesagt, den Adventskalender würde ich gerne recyceln und wiederverwenden. Ich würde ihm gerne noch eine zweite Chance geben. Nächstes Jahr. Ich denke, ich werde ihn wieder befüllen und jemand anderes schenken. Das ist genau, ein sehr schönes Leben hat, weil das macht ja so viel Arbeit. Also alles einzeln ausschneiden. Also selbst wenn man die Idee irgendwo gesehen hat, muss man trotzdem alles selber ausschneiden und gucken, was zusammenpasst und das trotzdem befüllen. Und das ist ja schon extrem viel Arbeit und das alles natürlich auch aufkleben, sodass es nicht krumm und schief ist, sondern alles ordentlich und akkurat. Ne? Das ist schon extrem viel Arbeit und der Kalender hat auf jeden Fall ein zweites Leben verdient. Ja, danke schön dafür, liebe Maddie. Das war ganz genau. Toll von dir. Den nehme ich auch bis nächstes Jahr. So, jetzt kommt noch Calls Erdbeerhüpf. Calls. Achtung. So. Ja. Bist du auf den Fernseher-Ding gekommen? Da hat es gerade angeleuchtet. Bist du mit deinem Popo darauf gekommen? Ist die... Nein, Maddie ist da drauf gekommen. Ach so. Dann machen wir wieder aus. Maddie ist da drauf gekommen. Sie hat unseren Fernseher angeschaltet. So, mit Karls war ich so größtenteils schon zufrieden. Aber eigentlich ist er auch zu teuer. Wenn man jetzt auf Preis-Leistung achten würde, dann... Das ist nur, wenn man Karls wirklich mag, ne? Ansonsten, ja. Was ist das Letzte? Erdbeer-Gin. Erdbeer-Gin? Ach, eine Suffigkeit. 40 Milliliter. Also, ja, wollen wir den auch mit zum Peter nehmen? Das können wir machen. Das ist cool. Ich mag keinen Alkohol. Einfach gut gemacht. Der Erdbeer-Gin aus unserem Nachbarort. Mutig am 24. Klein Kusewitz. Dort wird er produziert. Kleines Erdbeer-Hofbisschen. Hier steht sogar eine Chargennummer drauf. Hm. Aha, krass. Einfach gut gemacht, Karlchen. Da wird man den hier sehen. Ja, Karlchen ist aber hier drauf zu sehen. Ich mag den. Das ist der Erdbeer. Der Erdbeer. Das ist immer lustig. Mutig auf jeden Fall am 24. So, das ist. Da sind die Tage vielleicht doch entspannter, denn. Ich freue mich. So, ja. Dann ist Karls auch alle. Dann machen wir jetzt hier Makramee. Claudia. Claudia, vielen, vielen Dank dafür. 22, 19, 22. Hier ist die 24, ist ein kleines Tüpfchen. Danke, Claudia. Der Kalender hat mir so viel Spaß gemacht, wirklich. Eine letzte Kugel. Für die Makramee. Ja. Der ist so schön und so schlicht auch vom Design, dass man sogar tatsächlich wiederverwenden könnte, wenn man das sehr, möchte. Sehr schön. Weil hier kein Firmenlogo drauf ist. Bei Coro war ja alles voller Berlin-Tipps. Ne? Und der ist aber so neutral, also außer die Rückseite nach von vorne, dass man ihn echt wiederverwenden könnte, wenn man das wollte. Ich habe noch was zu dir zu berichten vom Achtsamkeits- und liebevollen Adventskalender. Genieße und zelebriere den Moment. Noch einen zweiten Küsschen. Dankeschön. Ich habe den Moment zelebriert. So. Sei heute besonders nett. Auch zu jemand Fremdem. Und wir haben... Nein, heute nicht. 60 Sekunden Hampelmänner machen. Soll ich 60 Sekunden Hampelmänner machen? Das ist sehr anstrengend, weil ich bin so groß. Dann hab ich das wenigstens geschafft. Heute nicht. Okay. Aber es war ein Mitmach-Adventskalender. Heißt, wenn ihr jetzt 60 Sekunden lang Hampelmänner machen wollt, dann beginnt eure Zeit ab jetzt. Ja, kriege ich mehr. Ach so. Komm nicht mehr ran. Ja, dann gebe ich dir die beiden Zettelchen noch und dann muss ich hochklettern. Also, die Gewinne Energy Kugeln, die kann ich euch nicht empfehlen. Die sind auch nicht süß genug. Also, meistens meckert man ja immer, dass Süßigkeiten zu süß sind, aber die sind nicht in der 24. zu gesund schmecken die halt einfach. Das ist nicht. So, da haben wir jetzt aber noch einen Spruch drin. Bleib stets in Bewegung, steht da noch drauf. So, die Kugeln, das sind jetzt noch zwei. Wir hatten jetzt zum 22, 23, habe ich irgendwie auch vergessen. Aber es ist nicht so schön, dann gibst du mir alle Kugeln und die esse ich noch.
aber die kommt in eine Schale. Kugeln, ich habe die auch schon mal selber gemacht, die sind eigentlich extrem lecker, aber ja, die sind nicht so, ja. Ich habe noch ein Sabine-Päckchen. Das ist das Wichtigste, das hole ich dir jetzt. Und den Räuchermännchen-Adventskalender hast du auch noch. Dass wir heute räuchern können. So, ja, also. Ich hatte sehr viel Freude bei. Das ist jetzt alles zu öffnen. Das hat mir schon viel. Das war schon schön, jeden Tag so ein bisschen. Und du bist jetzt wieder, ich weiß es genau, du bist jetzt wieder so ein bisschen wehmütig, dass die Weihnachtszeit jetzt vorbei ist. Und dann, eigentlich könnte das noch weitergehen. Aber die guten Gefühle und die liebevollen Grüße und die Gedanken, die wir von allen bekommen haben, auch von den Zuschauern, also von euch, die nehmen wir ganz, 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 ganz doll mit ins nächste Jahr, damit wir immer glücklich sind, richtig? Osok fährt ja aber auch hoch heute. Ich bin immer gut gelaunt, ich freue mich, ich finde das sehr gut. So, nehmen Sie erstmal müssen Sie Ihren Räucherkegel noch nehmen. Ich weiß es, das ist Weihnachtsduft. Das ist Weihnachtsduft, steht da drinne? Ja. Wie ist denn Weihnachtsduft? Nach was riecht der Weihnachtsduft? Myrrhe. Ich kann die Heiligen Drei Könige, das roch genauso. Ja, genau. So. Und jetzt kommt zu guter Letzt das letzte Päckchen von Sabine. Vielen, vielen, vielen. Huch! Ach, das ist der Schokobär. Das ist dein Bärchen, ja. Ich bin der Schokobär. Also, danke an Maddie, danke an Claudia, danke an Sabine für den tollen Adventskalender, für alle tollen Adventskalender. Genau, für alle. Ich weiß ja, wie viel Arbeit es macht, einen Adventskalender zu machen. Und das ist ja auch teuer irgendwann, ne? Wenn man halt immer so solche Sachen reinpackt. Deswegen wirklich vielen, vielen Dank dafür. Wir haben uns sehr gefreut. Und wir freuen uns auch nachher noch die Vanillekipfel mit Peter und dem Bruder. Ja, zu essen. Und auf die Doppel-Schoppi-Cookies. Die sind auch lecker. So, was ist da drin? Packen Sie es aus, zeigen Sie es mir. Nochmal, Papa. Es ist eine Weihnachtstasse. Oh, hoffentlich ist die ganz. Ich weiß nicht, ob es eine Weihnachtstasse ist, aber es fühlt sich an wie Keramik. Ach so, das ist Oh nein, es ist keine Tasse. Es ist eine Weihnachtskerze. Oha. Das ist ja cool, das ist ja stark. Mit Glitzer. Jetzt glitzerst du überall. Die ist ja schön. Die hat so Pailletten, also so große Glitzer-Sachen auch drauf unten. Die ist ja schön. Dankeschön, Sabine. Gut, dass wir die jetzt am 24. Aber aufgemacht haben. Wollen wir die auch mitnehmen zum Party? Ja, dann zünden wir die beim Party an, dann freut er sich auch. Hat bestimmt keine. Nee. Die zünden wir beim Party an. Sabine, dann die ist auch der keine Party angekommen, Sabine. Auch, oder alles heile geblieben, Gott sei Dank. Ja, können wir dem Party auch sagen, dass du, unsere liebe Zuschauerin, das geschenkt hast. Dann freut sich der Party besonders darüber. Ich glaube, das wird toll. So, ich nehme alles mit. So, die müssen mir aber den Müll geben, damit ich jetzt allen Müll entsorgen kann. Also, wie gesagt, hier ist noch der Räucherkerzen-Adventskalender. Ah, okay. Also, vielen Dank. Wir haben noch was wir euch unbedingt zeigen müssen. Wir haben jetzt die Adventskalender geöffnet. Ja. Und jetzt öffnen wir Weihnachtsgeschenke. Denn, ja, wir waren bei Susi und Uwe vor 3 Tagen. Und vielleicht habt ihr das Video von Susi und Uwe gesehen. Oh, weißt du noch welches? Ich war mein Zweifel. Du warst rot, ich war grün, Streifen, ja. Ich bin auch der Meinung, dass ich grün war und du warst rot. Ansonsten, der Trick ist, du machst einfach beides auf. Nein, was soll denn das jetzt? Dann kann ich Quatsch. Nein, das sind Weihnachtsgeschenke von Susi und Uwe. Die packen wir jetzt aus. Ja, und ich hoffe, dass Susi und Uwe sich auch über unser... Und wir haben hier eine Karte bekommen. Genau, an Anita und Julian. Mhm. Frohe Weihnachten steht da auch noch drauf. Liebe Anita, lieber Julian, wir wünschen euch von Herzen frohe Weihnachten, viel Wärme, Glück und Liebe, wovon auch das kommende Jahr erfüllt sein soll. Zu Weihnachten möchten wir die Gelegenheit nutzen, um euch für eure Freundschaft zu danken. Merry Christmas. Wünschen Susi und Uwe. Dankeschön, liebe Susi, lieber Uwe. So, jetzt müssen wir... Die Karte kommt gleich rüber zu den anderen Karten. Hast du das Messer noch hier zum Aufschneiden, zum vorsichtigen Aufschneiden? Ich gucke jetzt, also ich bin der Meinung, du hattest rot und ich bin grün. Und wir gucken jetzt nach, was da drin ist. Und nee, ich glaube, ich hatte das, oder? Nee, nehmen wir mal Du nimmst auf. Jetzt beide, dann machst du beide auf. Ich bin... Ist doch egal, also... Jetzt habe ich es doch zerstört. Oh Mann. Schneid bitte nicht in die Wolle rein.
So, gucken, was da drin ist. Juhu. Also hier ist was zum Naschen, glaube ich, drin. Guck mal. Das war definitiv für dich. Das ist für mich. Dankeschön, Susi. Das ist nämlich meine Lieblingsgummibärchen. Die schmecken mir am liebsten, die esse ich besonders gerne. Truppi, Frutti von Haribo. Oh, was hast du denn da drin? Ich habe Kuschelmuschelsocken. Oh, zwei Paar Kuschelmuschelsocken. Oh, ist das süß. Richtig schön mit Norwegermuster und einmal mit Weihnachtsbärchis. Und der Weihnachtsbärchen, der zwinkert. Oder ein Weihnachtsteddy. Der Weihnachtsbärchen, der hier. Nee, der zwinkert dich an. Der zwinkert dich an, guck mal. Ich möchte lieber die heute tragen, statt die anderen. Ja. Ganz, 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 die ganz herzlich. Die sind richtig dick und flauschig. Dank, liebe Susi, lieber Uwe. Davon wollte ich 24 Stück haben, ja. Eigentlich in meinem Adventskalender. Naja. Das ist schon krass. Dankeschön. Dankeschön, ihr beiden. Und ganz, ganz herzlichen Dank auch an Kira, die hat bestimmt mitgeholfen. Das nehmen wir mit. Ja. Ozok, wollen wir jetzt noch sagen, was wir uns gegenseitig schenken? Na, wir schenken uns ganz, ganz viel Liebe und alles Gute. Ich habe jetzt nichts weiter gekauft. Wir haben das auch abgesprochen. Wir haben keine Weihnachtsgeschenke groß gekauft. Nein, Ozok und ich haben uns dieses Jahr nichts geschenkt. Und das ist auch gut so. Letztes Jahr hatten wir ja die GoPro gekauft. Wir haben dieses Jahr ja auch eine neue GoPro gekauft. Kommt ja jedes Jahr eine neue raus. Das war jetzt aber schon im September. Ja, genau. Ende September, Anfang Oktober. Da können wir jetzt nicht mehr sagen, dass das Weihnachtsgeschenk ist. Aber hast du dir was gewünscht? Ich wünsche mir nur, dass also, ich wünsche mir nur, dass du mich ganz doll lieb hast. Mehr wünsche ich mir nicht. Ich bin damit ganz, ganz doll glücklich. Naja, das ist ja auch so, dass wir uns die meisten Wünsche, wenn sie machbar sind, dass wir uns die ja sofort erfüllen. Also wir haben da nicht mehr so die Geduld wie früher, dass man auf irgendwas spart oder dann auch einen Monat wartet oder so, sondern wenn wir was möchten, dann kaufen wir es eigentlich. Ja. Wobei mehr ich Wünsche habe als Ozok, aber... Ja, also ich bin zufrieden. Ich möchte eigentlich nur, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Ich habe hier ein Dach über dem Kopf, ich habe hier noch zu essen, ich habe was zum Spielen, womit ich spielen kann und ich habe eine ganz liebevolle Ehefrau, die für mich da ist. Und das ist das Allerwichtigste. Dass du ja für mich da bist. Ich hab das immer gesagt, das müssen auch alle anderen Männer, die das jetzt hören, ich habe die Frau geheiratet, die mich so mag, wie ich bin. Und das ist das Wichtige. Da muss ich mich nämlich nicht verstellen und irgendwas Doofes machen, sondern die hat mich so gern, wie ich bin. Räumen die Küche auf. Dankeschön. Okay, ich zerstöre wieder die Momente. ja, also vielen, vielen Dank dafür. Die muss die ziehe ich nachher an. Ja. Ich denke, ich ziehe die mit dem Pärchen an. Obwohl die anderen auch süß sind. Und die nächste Mal, wenn wir die Kamera jetzt einschalten, sind wir schon beim Fati drüben. Genau. Gehe ich mal von aus. Und ja, wenn ihr beim Livestream heute dabei wart, dann auf jeden Fall Ehre. Ne? Ja, genau. Weil wir erwarten ja keinen, weil heute ist ja ultra stressig für alle Menschen. Ja, Weihnachten, ne? Da hat ja keiner Bock, den Livestream anzuschalten. Aber trotzdem schön, dass ihr dann dabei gewesen genau seid. Genau. Also jeder, der jetzt da war oder kurze Zeit verbracht hat mit uns, vielen Dank dafür. Genau, da haben wir nämlich noch Lust drauf, ganz kurz mit dem Fati live zu gehen. Ja. Und ja, dann machen wir noch Familienfotos drüben. Das wird alles super. Ich muss noch testen, dass das mit dem Sound richtig klappt, damit man die Audio auch gut aufnehmen kann. Aber das teste ich jetzt gleich. Ja. Also, wir wünschen euch wirklich ganz, ganz frohe Weihnachten. Fräulein, wir sind angekommen beim Fati. Wir haben auch schon aufgetischt. Guckt mal da. Da wurde extra freigeräumt. Ich meine die Couch. Ach so, ja. Das ist jetzt mein Platz. Ja. So. Der Fati. Ja, da passt du aber gut rauf. Na, sehe ich ja aber auch so. Ja, schön. Ja. Nee, ich muss erst mal meine. Das ist mein. Dein Tablettenturm. Bitte? Dein Tablettenturm. Ja. Da muss der Vater wieder reinstecken, halt. So. Fati, wir haben kurz zur Erklärung, damit du das siehst. Das ist selbstgebackener Stollen von Anita. Ah, ja. Das ist ein Rezept, ja. Ja, okay, ich habe ein bisschen mitgeholfen. Aber. Der ist besonders lecker, weil in der Mitte ist Marzipan mit drin. Ah ja, das sind... Stollenkonfekt. Ja. Das sieht auch gut aus, Fati. Möchtest du eine Scheibe haben? Ja, will ich doch. Dann machen wir das mal so. Bevor ich was runterschmeiße. Warte mal,
Ich muss erst mal sehen, dass ich die hier wegkriege. So. Einmal. Zweimal. Ja, das ist aber alles, wir wissen ja, das ist alles ein bisschen anders, aber ist okay, ich stehe mal einfach dahin. Na, der Tisch ist perfekt für eine Person. Ja, ja, für den Party. Was so. Habe ich? Glühbirnen, Kopperrad und Wiese. So, Fadi. Torte nach Wahl. Ja, das haben wir schon, das hatten wir auch, das hatten wir gestern besprochen gehabt. Telefonänderung. Das habe ich ja. Und Kaffee zum Auffüllen. Kaffee zum Auffüllen habe ich dir schon mitgebracht. Oh Mann, das ist ja toll. Ja. So, jetzt hat jeder so, erstmal ein Stück Stolle. Ich muss das hier schon mal weglegen. Ich glaube, das ist okay, oder? Ja, das passt so. Das genau. Ist okay. Guck mal. Ja. Hier oben ist Fernbedienung. Falls ihr das haben wollt. So ein Ding kannst du dir auch gleich auftun. Das ist sehr gut. Auch schon leer. Und die habe ich gesucht, wie verrückt. Deine Schere? Wer fahrt hier rauf? Ich habe doch gestern hier aufgeräumt. Ja. Und da hatte ich die irgendwo reingesteckt. Habe ich heute Morgen 2 Stunden gesucht. Oh. Ja, für eine Entschuldigung. Ja. Ich muss ja vorsichtig sein. Ich habe ja sonst keinen Damenbesuch hier. So, Fatih, das müssen wir dir erklären. Guck mal, nimm dir das mal raus. Eins. Wie viel? Einen erstmal und dann pack den aus. In der Innenseite ist wie bei einem Glückskeks ein Spruch drin. Aha. In 4 Sprachen, da musst du den aber auch in Deutsch raussuchen. In Holländisch ist er nicht drin. Nee, ich weiß nicht, welche anderen Sprachen das sind. Asche auf mein Haupt. Ah ja. Wenn das Enya sieht. So, und hier können wir nämlich dann probieren. So, nun habe ich keine Mülltüte hier. Irgendwo muss eine Mülltüte sein. Hm. Die müssen auch weg. Hm. Ja, wo tue ich die denn noch hin? Ja, scheiße. Entschuldigung. Da fällt es runter, Fadi. Nee, hält doch. Nur hält noch so? Ja, okay. Gerade so. Ja, oh. Ja, okay. So, na dann guten Appetit. All hands on deck, all people on board. Guten Appetit, Fadi. Ja. Und ich muss erstmal hier das auf. Das schmeckt immer noch gut. Aufflusen. Schmeckt sehr, sehr lecker. Ich mag den. So wie der durchgezogen ist, schmeckt der jetzt besonders gut. Nee, ich habe mir deine Sachen da angeguckt von der Dekra und von dem Auto abholen. Das ist ja alles ziemlich kompliziert geworden. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber genau. Fadi, da ist eine ganze Nuss drin. Guck mal. Und hier ist der Spruch innen drin. Ich lese dir den mal vor. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, habe ich ja gesagt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich muss auch erst mal gucken, wo der in Deutsch. Auf Chinesisch? Ja, nee, in Englisch, in Französisch und in einer anderen Sprache. Und ja, in Englisch kannst du mir vorlesen. Du kannst jemanden unsterblich lieben, den du kennst. Hier, das ist der Spruch. Mm. Und Fati, jetzt möchte ich dir das kurz erklären. Diese Schoko-Schleckerei, diese Schoko-Ding mit der Nuss, das hat uns die liebe Enya zugeschickt, eine Zuschauerin von Anita. Wir haben ganz viel... Enya, so wie Anja, nur mit E. Enya, ach so. So wie Anja, nur mit E, richtig? Mhm. Genau. Enya ist ein japanischer Frauenvorname. Könnte sein, das weiß ich nicht. Aber die liebe Enya, die hat uns diese Leckereien zugeschickt zu Weihnachten, weil sie uns eine besonders große Freude machen wollte. Und was hat das euch gekostet? Uns hat das gar nichts gekostet. Das haben uns die liebe Enya geschenkt, haben sie uns. Und das ist von einer Zuschauerin, die heißt Sabine. Die hat uns diese Vanillekipferl. Sabine. Genau. Ach, die habe ich mehrfach schon gesehen im Internet. Die immer wieder kommentiert. Kommentiert, ja. Ja, deswegen. Deswegen ganz herzlichen Dank an Sabine. Ich registriere das ja. Da kannst du dich auch dran bedienen, Fadi. Ich wollte euch eine Tasse Kaffee dazu machen. Ich mach das gleich. Schmeckt sehr gut. Du weißt ja gar nicht, wie ich das mache. Na doch, du gießt den. Nee, ich setze mich mit hin und du machst ein paar Handgriffe. Ja, weil wäre da nichts. Dann machen wir das, Fadi. Nee, und auf jeden Fall wollen wir. Oh Mann. Die hat ganz. Die schmecken sehr gut. Ja, siehst du? Hervorragend. Ja. Ja, vor allen Dingen, weil sie nicht so süß sind. Das heißt mit anderen Worten, wenig Zucker drin. Ja, das schmeckt ganz gut, die Vanillekipferl. Ja. Und
Wir wollten dir, Party, natürlich ganz, 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 ganz fröhliche Weihnachten wünschen mit unserem Besuch heute hier. Und wir haben dir auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Warum denn das? Ach, klar. Ich kann euch nichts geben. Party, du musst da reingucken. Das ist für dich. Ist auch nur eine Kleinigkeit, Party. Einen Moment. Dankeschön. Aber wir haben überlegt, ganz, was du brauchen ganz, könntest. Ganz herzlichen Dank. So, und jetzt guck mal rein, was da drin ist. Dann freue ich mich, was ist. Oh Gott, du liebe Zeit, was ist das? Macadamia-Nüsse. Macadamia-Nüsse, Fati. Ein großes Paket. Habt ihr euch nicht da übernommen? Nein. Mit dem Preis? Nee, das haben wir. Schweineteuer. Ja, aber wir haben uns überlegt, Fati, du hattest letztes Jahr gesagt, dass du diese Nüsse besonders gerne isst. Ja, deswegen nicht nur ich. Deswegen habe ich dir die mitgebracht. Abnehmer dafür. Den Gilbert auch? Ja. Oh, ich sage euch herzlichen Dank. Ja, Vati, ich hoffe, du freust dich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dass ihr darüber nachgedacht habt. Alleine. Und die Tüte ist ja toll, ne? Ich darf das mal... Rüberstellen, natürlich. Ich darf das mal hier bei mir hinstellen. Ja, Vati, so. Und dann würde ich jetzt sagen... Nicht dabei gehen. Dann würde ich sagen, dann feiern wir jetzt ganz schön zusammen gemeinsam Weihnachten. Ja, und dann hier in dem Rumpelbude. Furchtbar. So, ja, Fati. Hätte vorher auch nicht geben. Alles gut. So, Fati, dann wollen wir gleich in die Küche gehen und mal gucken, wegen dem Kaffee. Ja. Dann machen wir das gemeinsam. So, wir sind jetzt erstmal ganz herzlichen Dank. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ganz herzlichen Dank für eure Teilnahme für den Livestream. Wir haben jetzt Glühwein gemacht mit dem Glühweingewürz von Karls Erdbeerhof. Aus dem Karls Erdbeerhof-Kalender. Fati hat sich schon eine Süßli-Tablette reingemacht. Genau, Fati, möchten wir den Glühwein jetzt testen? Ja. Zum Wohl. Dankeschön. Wie schmeckt's? Boah, der ist aber schon... Boah, der hat aber schon Zimtwumms. Der ist schon sehr zimtig. Noch ein bisschen süßer haben. Nee, das ist okay, ich trinke den Kannst du Zuckerpille von mir kriegen? Ja, also ich würde mir eine nehmen. Na, wenn ihr alle euch einen nimmt, dann nehme ich mir auch eine. Was ist das denn da? Das ist eine, weiß ich nicht, eine Anemone oder ein Ja, also. Ein, wie nennt sich denn das? Eine Qualle, Party. Ja, es bin... Und Fernsehen auch gut? Ach, das ist eine, weißt du, was das ist? Portugiesische Galeere. Ah, ja, das sind diese großen Quallen, diese Riesenquallen. Ah, die hat ja richtig Form, die schwimmt ja oben drauf, ne? Das ist ja krass. Ja, die darf man nicht mit... Ja, wir haben hier natürlich Weihnachtsfernsehen eingeschalten. Wenn die im Wasser ist, sofort abhauen. Ja, ist wahr. Na, die verbrennen ja einem die Haut und so, habe ich gehört. Die töten dich. Oha, das ist gefährlich. Ja, das ist wirklich gefährlich. Wie schmeckt dir jetzt der Glühwein, Fati? Ja, vielen Dank. Ah, der ist schon sehr kräftig. Ja. Sehr, aber das liegt auch schön an deinem Wein halt, ne? Ja, das ist halt auch ein sehr kräftiger Wein. Deswegen, Fati, nochmal zum Wohl. Ah, der ist schon sehr kräftig. Skull. Prost. Ja, also Stream war sehr, sehr schön, hat uns viel Freude bereitet. Da hinten sieht Dankeschön. Man vielleicht auch... Wir haben jetzt auch schon bei Peters PC, haben wir jetzt bestellt, bei zwei verschiedenen... Alles schon hier, das genau, ist alles schon weg, ja. Mega viel Arbeit für die 20 Minuten Stream. Es kommen immer noch zahlreiche Nachrichten, Glückwünsche, richtig, mein Handy ist heute auch laut, damit ich nichts verpasse. Weihnachtsnachrichten, es klingelt und bimmelt und denkst ums Dankeschön, dass ihr Dankeschön an uns denkt und... Wir denken natürlich auch an euch. Ja. Fati, möchtest du den Zuschauern noch was sagen in die Kamera? Ach, läuft das Ding? Ja. Das läuft jetzt, ja. Ja. Ah, ja. Nee, ich kann mich bei den Zuschauern nur allgemein bedanken, dass ihr an mich gedacht habt, dass ihr mir viele gute Wünsche gebracht haben oder dass, ja, weiß ich nicht, ich auf jeden Fall, ich danke euch. Das ist ganz lieb, Fati. Und ich glaube, die Zuschauer, die haben sich auch gefreut, dich zu sehen. Ja, vielleicht. Ja. Bestimmt. Ja. Ja, wir trinken jetzt in Ruhe unseren Wein noch aus. Richtig, wir haben ja schon bei Lieferando bestellt. Es gibt einmal chinesisch, einmal Burger. Genau. Und ich weiß jetzt aber die Läden jetzt beide nicht. Aber nee, ich krieg Ente mit Erdnusssoße. Genau. Und Fati kriegt Ente mit Süß-Sauer-Soße. Und gebratene Nudels. Und gebratene Nudeln. Und Ossok hat sich dann noch zweimal Maki bestellt, hattest du genau, mal gesagt. Genau, ich habe so eine Sushi-Rolle und einmal mit Reis Chicken und einmal Burger. Sushi in Out, also so verkehrt rumgerollt. Genau. Ne? Aber mit Chicken, das würde ich auch gerne probieren. Das ist eine von den Schweizerinnen,
Sushi Allemann. Kennst du die? Nee. Nein. Papa Allemann, Mutter Allemann, Sushi Allemann und wie der Sohn heißt, das weiß ich jetzt immer. Ja, also wir haben Essen bestellt, dauert jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde und dann zeige ich euch noch das Essen und dann war es auch. Dann entlasse ich euch hier. So sieht der Burger vom Gilbert aus. Der hat schon reingebissen, das ist ein Rindfleischburger mit Chili Cheese Pommes. Guten Appetit hier. Das ist mein Burger, den ich mir geholt habe mit Zwiebelring und mit so einer leckeren Soße drauf und Spiegelei. So wie einmal Curly Fries. Hast du gerade schon genascht, Fabi? Ja. Ja, wir warten noch auf Miras Essen. Die hat asiatisch bestellt und der Fati auch. Das sollte jeden Moment da sein. Essen ist da. Lieferando, Essen ist da. Ja. So, ich habe den Sushi dann. Hol mal raus, das gute Zeug. Genau, ich hatte jetzt hier noch einmal Sushi, das war für mich bestellt gewesen. Ja. Dann haben wir hier Soße, Suppe, keine Ahnung, das gehört zu irgendwas dazu. Ich weiß es nicht, was es ist, ob das jetzt Erdnuss ist. Ich kenne meine Nummern auch nicht. Ich muss gleich mal gucken, dass das runtergefallen ist. Oh nein, wo denn? Ja, hier Stäbchen, aber nur, ist kein Problem. Und dann haben wir hier die zweite. Oh, hier ist Erdnusssoße. Ist Erdnusssoße drin. Das ist für dich, Schatz. Stell das da einfach rauf, so gebratene Nudeln. So, das, ich weiß nicht, ob das süß-sauer ist. Das sieht nach Erdnusssoße aus. Ich hatte ja gesagt, extra Erdnusssoße für dich, wenn es geht. Deswegen, das ist die dann da drin. Hier ist süß-sauer Soße für den Vati. Hier sind Nudeln, denn das ist dein Essen. Das ist dein Vati? Dein Essen, deine Soße. Genau, und dann ist hier zweimal Sojasoße für Sushi. Tut deinen Fuß dir weh? Oder kannst du die Vanillekipfel wegstellen? Ich stelle die in die Küche, ja. So. Und dann haben wir hier noch Zitronen-Ingwer und halt Stäbchen dabei. Okay, und dann haben wir. Ja. Hier. So. Aber die Erdnusssoße hier, die kannst du einpacken. Die nehmen wir mit nach Hause. Die ist zu viel. Mach ich morgen was mit Reis. Nee, also. Geil. Das ist ja. Nee, ich esse mit Löffel. Danke. Wir hatten Löffel auch mit dabei. Mit ich habe hier einen Löffel auf meinem Schoß. Dankeschön. So, wir wollten euch kurz das Essen zeigen. Und zwar habe ich hier Ente mit Erdnusssoße. Reis. Ente mit Nudeln und Süß-Sauer-Soße. Die hat der Vati in der Hand. Ist das deine? Oh, jetzt habe ich auf euch drauf gefasst. Das ist deine Soße? Ist das jetzt fettig geworden? Nee. Ich habe da Handvoll drauf gefasst. Also, man sieht sie gut. Man sieht euch beide gut. So. Und der Gilbert ist auch nicht im Bild. So, und jetzt, das sind die Chicken Rolls mit dem Out. In-Out, genau. In-Out. Das wollte ich gerne probieren. Sushi bestellt. Ecke! Ja. Und jetzt sind diese Maki-Rollen mit Sesam außen dran. Und Maki-Rollen, das ist mit Thunfisch? Nee, das ist mit Hähnchen. Ach, auch mit Hähnchen? Das ist mit Thunfisch, das ist mit Hähnchen. Das sind die Tempura-Rollen, hier, das ist Hähnchen. Ach so, ja, das sind die Thunfisch normalen drin. Frittierten und das sind die In-Out, genau, wo der Reis außen ist. Davon wollte ich eins kosten. Frittiert schmeckt ganz gut, muss ich sagen. Oh, das ist ein großer Haps. Oha. Es sind aber zwei, pass auf. Ach so. Du sind zwei, die aneinander klebten, deswegen. Wie schmeckt's mit dem Hähnchen? Ich wollte nur eine essen. Wie schmeckt es dir? Sehr reichmäßig und ein bisschen fischig trotzdem. Das ist alles auf derselben Palette zusammengerollt worden, deswegen wahrscheinlich. Ja, ich denke schon. Aber ich habe damit kein Problem, ich esse das jetzt auch. Ja, ich mache mal ein Foto. Ja. Und ja, wir wünschen euch guten Appetit jetzt. Wollen wir die Verabschiedung noch direkt machen, Ossi? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, wir haben heute Weihnachten genug zelebriert. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr heute alle eingeschaltet habt zu diesem Video. Fati und ich genießen das jetzt, die Mira natürlich auch. Der Iggybert, der hat schon gegessen. Du hast gesagt, du bist jetzt satt erstmal. Ja. Genau, der hat nämlich seinen Burger schon weggekalt. Und wir werden jetzt gemeinsam essen. Wir wünschen uns euch ganz herzlich am Ende dieses Videos. Bilder blende ich euch gerade ein. Ja. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten an euch. Lasst euch nicht stressen. Lasst euch nicht ärgern, wenn ihr es jetzt nach Weihnachten gesehen habt. Hoffentlich hattet ihr ganz, ganz tolle Weihnachten. Und ja, am Ende dieses Videos, ihr könnt natürlich noch einen Daumen nach oben da lassen für den Fati. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr einen Weihnachtsbaum in die Kommentare schreiben. Da würden wir uns auch besonders drüber freuen. Aber worüber wir uns noch mehr freuen würden, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Ciao. Tschüss.